15 Minuten. So schnell muss ein Rettungswagen bei einem Verunglückten hier sein. Das ist hier die gesetzliche Vorgabe. Aber wenn es auf jede Minute ankommt, gefühlt auch eine Ewigkeit. Und selbst diese 15 Minuten, die sind im Landkreis Bad Kreuznach nicht überall zu schaffen. Darum soll die Rettungswache in Kehren nach Hochstetten-Daun verlegt werden, um Orte im Soonwald besser zu erreichen. Für viele Kehrner ist das eine Hiobsbotschaft, denn schon seit Jahren fühlen sich viele medizinisch unterversorgt, kämpfen um ihr Krankenhaus und um Hausärzte. Holger Schäfer berichtet. Wenn Lothar Scholz in das Kirner Gesellschaftshaus kommt, beschleicht ihn heute noch ein mulmiges Gefühl. 2019 wollte er hier bei einer Fasnachtssitzung auftreten. Kurz vor seinem Auftritt bricht er auf der Bühne zusammen. Da hinten bin ich auf die Bühne gekommen und ohne Vorwarnung. Also mir war es nicht schlecht an dem Abend, gar nichts. Ne? Ich habe nichts gemerkt und auch vorher nicht. Und bin dann einfach umgefallen, Herzstillstand. Im Festsaal herrscht plötzlich Totenstille. Seine Eltern, seine Frau sind im Saal. Lothar Scholz liegt regungslos auf der Bühne. Von den Erzählungen her war der Krankenwagen ziemlich schnell da, um dann weitere Schritte einzuleiten. Hier ist auch ein Defi, der dann schon geholt worden ist und dann angeschlossen worden ist. Und das war mein Glück. 5 Minuten später, ich weiß nicht, ob das gereicht hätte. Der Krankenwagen, der ihn gerettet hat, kam von der Rettungswache am Kirner Krankenhaus. 3 Minuten ist die vom Gesellschaftshaus entfernt. Die Rettungswache könnte nun verlegt werden auf dieses Grundstück an der B41 im Nachbarort Hochstetten-Daun, knapp 10 Minuten vom alten Standort entfernt. Dagegen wehrt sich eine Bürgerinitiative, der sich auch Lothar Scholz angeschlossen hat. Sie wollen die Rettungswache in Kirn erhalten, versammeln sich auf dem Marktplatz. Auch mehrere Bürgermeister aus der Region sind gekommen. Sie wollen ihre Sorgen bei der Landrätin Bettina Dickes während ihrer Bürgersprechstunde äußern. Für uns ist es halt entscheidend, momentan der Kampf, Krankenhaus, ärztliche Versorgung und jetzt die Rettungswache. Das ist für die Menschen hier irgendwie, das löst Ängste aus, ja. Die Leute wollen wissen, wenn ich den Krankenwagen rufe, der ist auch innerhalb der Zeit da. Und das ist zum Schaden von den Leuten, von den Anwohnern. So sieht's aus. Ja. Doch warum steht die Kirner Rettungswache überhaupt zur Disposition? Auslöser ist ein Gutachten im Auftrag des Kreises Bad Kreuznach, das die idealen Standorte für Rettungswachen in der Region ermitteln sollte. Hintergrund: nach dem Rettungsdienstgesetz des Landes muss jeder Ort innerhalb einer Fahrzeit von 15 Minuten erreichbar sein. Einige Orte im Soonwald können in dieser Frist nicht erreicht werden. Deswegen schlägt das Gutachten vor, die bestehenden Rettungswachen in Kirn und Bad Sobernheim könnten verlegt werden nach Hochstetten-Daun und Waldböckelheim. Dann wären die Orte im Soonwald schneller erreichbar. Der Kirner Bürgermeister sagt, das Gutachten gewichte die reinen Fahrzeiten zu stark und berücksichtige zu wenig, dass in der Stadt nicht nur mehr Menschen wohnen, sondern sich auch vorübergehend dort aufhalten. Hier geht es einfach darum, dass zum Beispiel die Stadt Kirn mit ihren Einwohnern, mit ihrer ganzen Schule, Kindergärten, Freizeiteinrichtungen, Firmen einfach schneller Zugriff braucht, wenn was passiert. Mit der Bürgerinitiative ist er sich einig. Statt bestehende Standorte zu verlegen, sollte zur Abdeckung des Soonwalds dort eine zusätzliche Wache gebaut werden. Im Gespräch ist beispielsweise Seesbach. Im Bürgergespräch sagt die Landrätin, dass auch sie persönlich eine zusätzliche dritte Wache am besten fände. Ich setze mich gerade beim Land für eine dritte Rettungswache ein. Die Gespräche laufen von meinerseits. Also ich brauche nicht getrieben werden von jemandem, mach eine dritte Rettungswache. Ich brauche aber das Go von Mainz. Nur Mainz kann uns erlauben, eine dritte Rettungswache zu machen. Aber muss die Landesregierung der neuen Wache wirklich zustimmen? Das Innenministerium schreibt uns jedenfalls dazu. Allgemein gilt, dass die Struktur der Wachen und damit die Planungen bezüglich der Standorte, der Anzahl etc. Angelegenheit der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als örtlich zuständiger Rettungsdienstbehörde sind. Eine Genehmigung vom Ministerium werde nicht benötigt. Außerdem befürworte man eine weitere Wache. Die Betrachtung der Fahrzeiten zeigt, dass eine Anpassung der Rettungswachenstruktur angezeigt ist. Insofern ist zur Abdeckung des Gebietes die Einrichtung eines weiteren Standortes geboten.
Letztendlich entscheiden, ob eine zusätzliche Wache gebaut werden soll, muss der Kreistag. Die Kirner Bürgerinitiative hofft, dass die Fraktionen im Kreistag sich für eine zusätzliche Wache entscheiden. Auch wenn die Kosten für den Landkreis dadurch steigen könnten. Denn die Gesundheitsversorgung in der Region sei eh schon in Gefahr. Auch für den Erhalt des Krankenhauses haben sie schon gekämpft. Hunderte Kirner gingen gegen eine geplante Schließung auf die Straße. 2019 war unser Krankenhaus in Kirn ja von der Schließung bedroht. Und seitdem kämpfen wir immer noch um den Erhalt, weil immer noch kein Sicherstellungszuschlag gezahlt ist. Dann kommt natürlich noch dazu, dass wir Hausärztemangel haben. Eine Schließung war dabei, der Dr. Wischmann hat geschlossen und es sind immer noch 500 Menschen ohne Hausarzt. Schon jetzt gäbe es zu wenig Ärzte in der Region und in den nächsten Jahren werden weitere in Rente gehen. Das Thema Gesundheitsversorgung treibt viele Kirner um. Sie wünschen sich, dass sie im Notfall auch weiterhin auf schnelle Hilfe bauen können. Ja, bei mir ist jetzt Thomas Kolb. Er ist Gesundheitsökonom an der Hochschule Rhein-Main und betrachtet diese ganze Geschichte und die Medizin natürlich von der wirtschaftlichen Seite. Schönen guten Abend, Herr Kolb. Ja, Frau Krane. Herr Kolb, müssen die Kinder jetzt tatsächlich befürchten, im Notfall schlechter erreichbar zu sein und versorgt zu werden? Grundsätzlich schlechter werden sie erstmal nicht versorgt werden. Aber natürlich im Vergleich zu anderen Regionen muss man klar sagen, dass beispielsweise die Hilfsfrist, die bei Ihnen ja im Gesetz mit 15 Minuten festgelegt ist, natürlich einen gewissen Nachteil in der Region darstellen kann. Ja. Also würden Sie sagen, Kirn ist jetzt kein Einzelfall oder ist ein Einzelfall? Oder würden Sie sagen, dass die ländlichen Regionen jetzt in Rheinland-Pfalz insgesamt schlechter versorgt sind? Nee, das würde ich also generell so nicht sagen, dass alle schlechter versorgt sind. Man muss sich halt einfach erstmal die Frage stellen, welches flächendeckende Netz brauchen wir im Rahmen der Notfallversorgung? Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie zum Beispiel die Topografie ist, weil es ist immer in einem Gesetz sehr schnell geschrieben, dass wir eine Hilfsfrist von x Minuten haben. Das gilt dann über ein gesamtes Bundesland. Aber letztendlich müssen natürlich dann auch die Fahrzeuge die Wege irgendwie zurücklegen können. Aber bleiben wir noch mal am Beispiel Kirn. Was wäre denn da jetzt Ihre Lösung? Also es steht ja jetzt im Raum, die Überlegung, eine dritte Rettungswache zu bauen. Aber das geht natürlich nicht immer unbedingt und vielleicht geht es da, aber es geht auch nicht in allen Regionen. Was wäre denn da jetzt die Lösung? Also eine mögliche Lösung wäre zunächst einmal generell sich Gedanken über die Notfallplanung zu machen, gerade auch hier im Lande Rheinland-Pfalz über die 15-Minuten-Frist nachzudenken. Es gibt da recht gute Ansätze, beispielsweise stärker auf die Erkrankungsschwere zu achten. Und wir haben auch in einigen Bundesländern mittlerweile Modellversuche, dass ambulante und stationäre Strukturen stärker zusammenrutschen, gerade bei der ambulanten Notfallversorgung. Gut, jetzt haben wir natürlich in Kirn nicht nur das Problem der Rettungswache, die möglicherweise verlegt wird. Es gibt ja eben diesen Kampf um das Krankenhaus. Es gibt eine offenbar schlechte hausärztliche Versorgung. Wird denn grundsätzlich die Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen, von denen es ja nun mal in Rheinland-Pfalz viele gibt, wird die grundsätzlich schlechter? Sie wird nicht grundsätzlich schlechter, sondern wir müssen uns grundsätzlich bessere Gedanken darüber machen. Ich möchte mal mit einem Gegenstatement einfach darauf antworten. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie kriegen wir junge Ärztinnen und Ärzte auf das Land? Wie schaffen wir es, diesen unsäglichen Graben zwischen ambulanten und stationären Leistungserbringern, also Krankenhäusern und Vertragsärzten, zuzuschütten? Da haben wir mittlerweile auch logistisch wirklich Probleme. Und wir haben eben die ganz klare wirtschaftliche Frage, gerade bei eben kleineren Krankenhäusern, da kann ich leider das Kirner Krankenhaus nicht von ausnehmen, dass halt jedes Krankenhaus auch sich irgendwie wirtschaftlich tragen muss. Aber diese Gedanken macht sich die Politik natürlich schon lange. Wie kriegt sie Ärzte aufs Land? Wie kann sie diese ländlichen Regionen stärken? Und was passiert mit den kleinen Krankenhäusern? Warum dauert das alles so lange? Warum passiert da nichts? Man hat das Gefühl, es gibt überhaupt keine Fortschritte. Denn dass diese kleinen Krankenhäuser, vor allem aus Ihrer Sicht als Gesundheitsökonom, wirtschaftlich kaum überleben können, das weiß die Politik doch auch schon lange. In der Tat weiß das die Politik schon lange. Aber wir haben halt auch den Druck der Straße, Sie haben es ja eben in Ihrem Beitrag auch gut gezeigt, der Politiker, der beispielsweise sagt, wir schließen das Kirner Krankenhaus, der muss halt offen gesagt dann auch um Wählerstimmen fürchten. Ich würde mir da wirklich eine neutrale Diskussion, gerade auf der Landesebene, wünschen. Rheinland-Pfalz ist da aber auch, finde ich, auf einem guten Weg. Ähnlich wie das Partnerland
oder Nachbarland Hessen beispielsweise, die alle Beteiligten an einen Tisch holen, die sagen, was sind die Probleme. Und es wäre zum Beispiel keine Lösung, eine bundeseinheitliche Regelung für die Hilfsfristen einzusetzen. Warum also überall, weil sie ganz simple topografische Unterschiede haben. Das heißt, sie fahren mit einem Rettungswagen von Bad Kreuznach nach Mainz. Das ist noch sehr gut über eine Autobahn erreichbar. Aber wenn sie in die andere Region eben Richtung Kirn fahren, dann haben sie ganz andere verkehrstechnische Gegebenheiten. Und dann sind sie von Bundesland zu Bundesland auch immer darauf angewiesen, entsprechend zu reagieren. Außerdem haben sie auch eine ganz andere Erkrankungsschwere der Bevölkerung. Und auch eine andere Bevölkerungsart, also mehr alte Menschen. Ganz oder klar. Mehr ja, und das ist eindeutig auch, dass sie in Regionen, wo ältere Menschen sind, auch häufigere Einsätze einfach haben. Diese Menschen sind einfach kranker, das ist einfach menschlich so gegeben. Aber wir müssen dafür alle sachgerechte, weil wir haben schließlich auch entsprechend gesetzliche verbriefte Möglichkeiten, Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, die uns ja die Möglichkeit auch geben, diese Menschen flächendeckend zu versorgen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung als Gesundheitsökonom, Herr Kolb. Dankeschön. Sehr gern.